Weißt du, was ich jetzt erzähle? Was denn? Dass ich dir einen Heiratsantrag gemacht habe. Oh, warum ich Nein gesagt habe? Ich war mir noch nicht so ganz sicher mit dem Modell. Ob du mithalten kannst mit mir. Stinkst, richtig schlimm. Hör auf mein Make-up. Hast du meinen Cola-Glas da? Ja, mach dir gefälligst ein neues. What's poppin', Party People? Na? Was geht? Ich habe ein bisschen hier so getan, als ob wir einen Kamin hätten, damit ihr das gemütlicher habt mit mir. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich sollte vorsichtshalber einen besseren Ton aufnehmen. Ja, hallo. Wie geht's euch so? Ich habe übrigens nicht die Haare abgeschnitten. Ich weiß es sonst. Also Haare sind ja ein Riesenthema immer im Internet. Ich habe das hier hinten so zusammengebunden, weil ich mir nämlich überlege, die Haare abzuschneiden. Und deswegen gucke ich, wie ich das so finde. Ja, ich bin verlobt. Ein paar von euch wissen das vielleicht schon. Ich habe das nämlich auf Instagram erzählt. Und dann kamen ganz, ganz viele Anfragen rein, weil ganz viele Girls gesagt haben, dass sie auch gerne ihrem Freund einen Heiratsantrag machen würden und sie Inspiration suchen. Und dann habe ich einige gefragt, was für eine Inspiration denn genau, so Ermutigung? Und dann haben viele geschrieben, ja, und halt auch Inspiration, wie ich das so mache, was hast du gemacht, so wo hast du das gemacht, wie hast du das geplant, hast du dich hingekniet, hattest du einen Ring? Ja, und dann ist mir bewusst geworden, bei mir gibt es keine Inspiration abzuholen. Das sage ich schon mal von vornherein. Hier wird euch was richtig Einfaches erwarten. Ich bin ein einfacher Mensch, habe einen einfachen Heiratsantrag gemacht. Ja, ich habe halt Fragen bekommen, ob ich erzählen kann, wie dieser Antrag zustande kam, dass ich erzählen kann, was genau passiert ist und auch, was ich mir dabei gedacht habe. Weil es ja, schon noch eher so ist, dass der Mann der Frau einen Heiratsantrag macht. So, wenn heterosexuelle Menschen miteinander so zusammen sind. Da meine Zielgruppe weitestgehend weiblich ist, glaube ich, war das Interesse da sehr, sehr groß, meine Gedanken zu hören. Besonders, weil ich in einem Podcast mit Sam, also in einer Podcast-Folge von Jack und Sam, erzählt habe, dass ich auf jeden Fall einen Heiratsantrag kriegen möchte und niemals einen machen würde. Und da waren einige dann doch sehr überrascht. Ja, und wenn dann am Ende noch Fragen offen sind und Dinge nicht beantwortet waren, weil das Thema für euch irgendwie wichtig ist, dann könnt ihr diese Fragen einfach unten in die Kommentare stellen. Und dann mache ich einfach noch ein Video und beantworte irgendwelche Dinge, die vielleicht noch offen geblieben sind, falls die für euch wichtig sind. Ja, wo fange ich an? Vielleicht an dem Punkt, als ich in einer Podcast-Folge gesagt habe, dass ich meinem Freund niemals einen Heiratsantrag machen würde. Ich habe damals ein paar Nachrichten bekommen auf diese Podcast-Folge, weil einige sich gewundert hatten, dass ich diese Aussage getätigt hatte, weil ich glaube, dass viele Menschen sich mich viel emanzipierter vorgestellt hätten, als dass ich sage, ich bin aber doch so traditionell, dass ich einen Heiratsantrag kriegen möchte von meinem Freund. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil, Entschuldigung, ich muss gerade einmal kurz mein Handy auf Flugmodus machen, damit uns hier auch niemand stört. Und das habe ich überhaupt nicht gesagt aus traditionellen Gründen, sondern der Grund, warum ich das gesagt habe, war einfach Egoismus. Ja, also nicht negativer Egoismus. Ich bin ein sehr egoistischer Mensch. Oft? Nein, das stimmt nicht. Aber doch, so wie jeder Mensch irgendwie auf seine eigene Art und Weise ein egoistischer Mensch ist, bin ich auch einer, was meine Gefühle betrifft. Und ich wollte einfach das Special Snowflake sein, das überrascht wird. So, das war so das Ding. Also ich wollte der Mensch sein, der dieses Geschenk, diese Bestätigung, diesen Antrag bekommt, dieses wunderschöne Gefühl, dass mich jemand fragt. Darum ging es eigentlich. Es ging gar nicht darum, dass das irgendwie traditionell ist oder es irgendwie ums Männer- oder Frauenbild ging. Ich habe ja introvertiertes Fühlen ganz vorne mit meinem Persönlichkeitstyp. Dementsprechend treffe ich auch meine Entscheidungen anhand
der Dinge, wie sie mich fühlen lassen, weil das das Wichtigste für mich im Leben ist, wie ich mich bei Dingen fühle. Also danach treffe ich Entscheidungen. Und das war ja so eine Entscheidung. Krass, das war mir, das ist gerade in meinem Kopf, hat sich das verbunden. Da habe ich vorher noch nie drüber nachgedacht. Aber das wird wahrscheinlich der Grund sein. Es ist mein Gehirn. Ich kann nichts dafür. Es ist mein Gehirn. Dementsprechend wird auch die Geschichte, die ihr heute hört, nicht notgedrungen emanzipiert sein. Weil ich habe auch meinem Freund nicht einen Heiratsantrag gemacht aus gesellschaftlichen Gründen, weil ich etwas Emanzipiertes tun wollte. Auch nicht, weil ich ein gutes Vorbild sein wollte oder weil ich stark sein wollte oder sowas, sondern weil ich habe das gemacht, damit ich mich gut fühle. Aber da kommen wir gleich zu. Was im Umkehrschluss vielleicht auch eine Art von unbewusster Emanzipation ist, keine Ahnung, aber so weit möchte ich nicht gehen. Ihr könnt Heiratsanträge machen aus allen Gründen, die ihr wollt. Das geht mich überhaupt nichts an, so wie es andere nichts angeht, aus welchen Gründen ich einen Heiratsantrag mache, ob ich heirate, wen ich heirate, whatever. Okay. Ich teile hier nur meine eigene Geschichte. Seit ich in dieser Podcast-Folge gesagt habe, dass ich meinem Freund keinen Heiratsantrag machen würde, sind aber ein paar Dinge passiert. So, erstmal ist die großartige Sache passiert, dass meine Freundin Laura einen Heiratsantrag bekommen hat von ihrem Freund und meinem Freund Nils. Also ihrem festen Freund, meinem platonischen Freund Nils. Ja, das war damals ganz cool und sie waren dann kurz danach bei uns und wir haben angestoßen. Und dann hat Laura mir halt von dem Antrag erzählt und hat halt gesagt, wie doll sie geweint hat und dass sie so überwältigt war. Und in dem Moment, als sie das erzählt hat, ist so eine ganz kleine Angst in mir hochgekommen, die ich immer habe, wenn ich von Heiratsanträgen höre oder mir welche im Internet angucke. Also YouTube ist ja voll von Heiratsanträgen. Und oh, ich weiß nicht, das klingt voll bescheuert und das können vielleicht nur ein ganz paar Leute nachempfinden. Aber ich habe immer Angst gehabt, dass ich mal einen Heiratsantrag bekomme und mich dann nicht so freue, wie ich mich gern freuen würde. Nicht, weil ich meinen Freund nicht liebe, sondern einfach, weil ich in dem Moment vielleicht gerade es nicht so fühle oder nicht so gute Laune habe. Weil ich bin ein Mensch, bin ich ein launischer Mensch? Doch, ich bin schon ein bisschen ein launischer Mensch. Beziehungsweise meine Gefühle kann oft nur ich selbst beeinflussen. Also ich bin nicht diese Art von Mensch, zu dem du kommst und den du so krass abcheeren kannst. Sondern ich bin der Mensch, der sich zurückzieht und dafür sorgt, dass er selber wieder gute Laune hat. Dementsprechend bin ich jetzt auch nicht jemand, der, wenn er zum Beispiel einen gestressten Tag hat oder einfach gerade nicht so einen emotionalen Tag hat und der dann mit irgendwas überrascht wird. Ich freue mich dann schon, aber es ändert jetzt nicht so krass viel an meiner Laune. Und das ist mir schon immer sehr bewusst gewesen, dass der einzige Mensch, der meine Emotionen so richtig doll in der Hand hat, ich selber bin. Das ist krasses Overthinking, was ich hier gerade teile, but das, was ich euch jetzt erzähle, ist das den ganzen Tag in meinem Kopf. Ja, und als Laura das dann so erzählt hat, da habe ich irgendwie gedacht, oh Mann, wie war das bei mir? Ich bin in letzter Zeit so viel gestresst und nicht scheiße drauf, aber jetzt auch nicht so emotional, wie ich es vielleicht bis vor 1-2 Jahren war, als alles noch so ein bisschen einfacher war, weil im Moment ist ja alles auch ein bisschen schwierig. Jahr 2020 ist sowieso ein bisschen schwierig, 2021 wird vielleicht auch schwierig, könnte aber irgendwann passieren, weil wir sind ja auch schon sehr lange zusammen. Kevin und ich sind dieses Jahr 10 Jahre zusammen, Alter. Ich dachte, ich wäre erst 10 und dann sind wir schon 10 Jahre zusammen. Ja, und dann habe ich irgendwie gedacht so, und das habe ich auch voll oft, wenn ich so Heiratsanträge auf YouTube sehe, dass ich dann so voll mitweine für die und das voll schön finde und irgendwie aber immer denke, boah, ich glaube in der Situation, oh mein Gott, ein Flashmob, ich würde die Krise kriegen, niemals, ich würde all eyes on me, oh mein Gott, in einem Restaurant, da wären andere Leute dabei, dass ich irgendwann angefangen habe, so kleine Hints zu senden wie, also wenn du irgendwann mal einen Antrag machst, dann bitte alleine. Wenn du irgendwann mal einen Antrag machst, dann aber bitte nicht im Restaurant. Du weißt, wie ich bin, wenn andere Leute mich angucken. Das ist so, wie wenn man ein Geschenk auspackt und alle Leute beobachten einen. Also das geht gar nicht. Und das klingt jetzt so, als hätte ich mir richtig große Gedanken um einen Heiratsantrag gemacht. Überhaupt nicht. Aber innerhalb von 10 Jahren trifft man auf alle Themen mehrfach und dann spricht man halt manchmal über solche Dinge. Also dieses Thema Heiratsantrag war natürlich jetzt etwas größer in unserem Leben, weil unsere engsten Freunde jetzt frisch verlobt waren. Und so haben wir immer mal wieder öfter über sowas geredet. Wollen wir heiraten? Würden wir eigentlich? Wen würden wir eigentlich einladen? Würden wir das groß machen oder so ganz klein? Wäre schon geil, ne? Boah, würden wir so richtig fette Flitterwochen machen? Ja, auf jeden Fall. Solche Gespräche haben wir geführt. Und dann habe ich irgendwann Kevin gefragt, also gar nicht vorwurfsvoll, weil für mich
war das gar nicht so wichtig, diese Thematik. Ich habe gesagt, warum hast du eigentlich nie gefragt? Hattest du jemals vor zu fragen? Hast du vor zu fragen? Und dann hat, das ist der zweite Grund sozusagen, der dann zum weiteren Verlauf geführt hat. Kevin hat dann mir etwas sehr Privates erzählt, sehr private Gedanken, die mit einspielen, warum er mich bisher noch nicht gefragt hat, weil es so eine Sache gab, die ihm große Sorgen gemacht hat. Zwei Sachen eigentlich. Die eine Sache war, dass er sich unfassbar Druck gemacht hat, weil er das alles richtig machen wollte. Und er meinte immer, wenn er sich ganz großen Druck wegen etwas macht, dann verschiebt er es eher, als dass er denkt, scheiß drauf, ich mach's trotzdem und hoffentlich geht alles gut. Und noch eine weitere Sache, die ich aber hier nicht erzählen kann, weil sie zu privat ist. Und das ist jedenfalls seine Geschichte und nicht meine Geschichte. Und wenn, dann müsste er die erzählen, aber ich erzähle die nicht. Eine Sache, die mich auch sehr doll beeinflusst hat, wo mir bewusst geworden ist, was das für ein großes Thema für ihn ist. Eiswürfel, ne? Aber als Kind schon das Gefühl gehabt, die glücklichsten Erwachsenen, die trinken Getränke mit Eiswürfel und haben einen Pool. Ein Whirlpool. Whirlpool. Dann, das war so die Grundlage, wo ich ins Grübeln gekommen bin und irgendwie so drüber nachgedacht habe, könnte ich einen Antrag machen? Wie würde ich das so finden? Und auf einmal hatte ich so einen Moment, da war mir klar, ich möchte meinem Freund einen Heiratsantrag machen, weil ich will mich gut fühlen, wenn ich den mache. Also es ist ein Gedanke in mir gewachsen, okay? Der ist für manche vielleicht, ja, es ist ein egoistischer Gedanke. Also auf der einen Seite kann ich jetzt natürlich sagen, ich wollte ihn entlasten und er hat sich so viel Druck gemacht und da gab es diese eine private Sache, weswegen er sich Gedanken macht. Aber primär war die Entscheidung eine egoistische Entscheidung. Und diese egoistische Entscheidung basierte auf dem Fakt, dass ich mich richtig emotional fühlen wollte, wenn ein Heiratsantrag stattfindet. Und dann habe ich gedacht, anstatt Angst davor zu haben oder besorgt zu sein, dass ich irgendwann es nicht so fühle, wenn er mich fragt, frage ich ihn, wenn ich es ganz doll fühle. Also habe ich mir gesagt, in einem Moment, wo ich das ganz doll fühle, wo ich ganz, ganz viel Liebe spüre, so dass ich den, kennt ihr dieses Gefühl? Manchmal gibt es einfach so Tage, manchmal sind ganz oft Sonntage oder so Tage, wenn man einen Kater hat oder wenn man so ganz ruhig ohne Internet im Bett liegt und so vielleicht ein Buch liest und alles ist so ganz friedlich und gemütlich und dann guckt man so jemanden an und dann fühlt man so ein Gefühl, als wenn man so einen Welpen anguckt. Kennt das jemand von euch? Habt das manchmal, wenn ich Kevin angucke, dass ich dann so, ich fühle mich dann so, als würde ich so einen Welpen angucken, den ich ganz doll lieb habe. Und dann so ganz doll Liebe spüre. Und dann habe ich gedacht, auf so einen Moment warte ich, egal wo und wie der ist, und dann werde ich ihn fragen. Und dann habe ich gewartet. Und dann hatte ich so über, ich glaube, 4 Wochen immer wieder Momente, wo ich überlegt habe, ist das jetzt der Moment, wo ich ihn frage? Ist das der Moment, wo ich ihn frage? Oh, jetzt könnte ich ihn fragen. Aber ich habe es mich nie getraut, weil es war so aufregend. Auf jeden Fall war es dann irgendwann so, dass ich mich so oft nicht getraut hatte und so oft mich darauf konzentriert. Also das ist wie mit einem Dankbarkeitstagebuch, wisst ihr? Oder wie mit den Autos, wenn man sagt, man denkt an gelbe Autos und denkt sich, es gibt doch gar keine gelben Autos. Und auf einmal sieht man nur noch gelbe Autos. Oder man will irgendein Auto kaufen. Wir haben uns die letzten Wochen Autos angeguckt, Mazdas und Nissans. Und ich habe nur noch Mazdas und Nissans auf den Straßen gesehen. Nur noch! Weil mein Bewusstsein, also das ist ja dieses Macht der Anziehungskraft-Ding, ne? Lenke dein Bewusstsein und dann siehst du halt die Dinge, die du vorher vielleicht nicht gesehen hättest, weil du dich darauf fokussierst. Und so ist es ja auch mit dem Dankbarkeitstagebuch, ne? Dass du immer, wenn du dankbar bist und für etwas dankbar bist oder etwas schön findest und es aufschreibst, dass du dich dann irgendwann nur noch auf die positiven Dinge im Alltag konzentrierst. So, und so war das mit diesem Gefühl für, wann habe ich ganz viel Liebe in mir und könnte das sagen? Auf einmal hast du ständig ganz viel Liebe in dir, weil du so doll darauf achtest, was für schöne Situationen du mit dem anderen erlebst, dass ich irgendwann an einem Punkt war, wo ich gedacht habe, ich platze. Ich platze und ich muss das unbedingt sagen, weil ich, also es war, ich hatte das Gefühl, ich muss diesem, als wie, vielleicht,
Also, als Kevin und ich uns kennengelernt haben, hat es 5 Monate ungefähr gedauert, bis Kevin das erste Mal zu mir gesagt hat, dass er mich liebt. Ich hatte das Gefühl, ich liebe diesen Menschen nach 3 Monaten schon, weil wir so eng miteinander waren und ich wollte das so gern sagen und ich wollte aber, dass er das zuerst sagt. Und in diesen 2 Monaten dazwischen habe ich gedacht, ich platze, weil ich dachte, ich muss das sagen, um das. Ich habe das Gefühl gehabt, ich platze vor Liebe nur, weil ich das nicht sage. Und genau dieses Gefühl hatte ich jetzt wieder vor diesem Heiratsantrag. Und deswegen habe ich das auch noch immer weiter nach hinten geschoben, weil irgendwie hatte ich das Gefühl, ich platze vor Liebe. Und wenn ich ihn frage, ob er mich heiraten will, dann zeige ich ihm endlich, wie doll ich ihn liebe. Und dann habe ich es aber wieder nicht gesagt, weil es auch so ein schönes Gefühl war, den ganzen Tag vor Liebe zu platzen und diese Aufmerksamkeit auf diese Momente zu richten, in denen man diese starken Gefühle hat. Und das war wirklich ganz, ganz besonders diese Wochen. Die waren krass gefühlsintensiv, was ich krass finde. Mein Gott, das Gehirn des Menschen, die Hormone des Menschen sind einfach so heftig. Ja, und irgendwann war dann der Punkt, ich war ein Sonntag, I don't know. Ich lag im Bett. Wir haben mittlerweile Zimmer geswitcht, es war in diesem Zimmer, da stand hier noch so ein Bett, da steht jetzt die Couch und ich lag da und ich sah wirklich aus wie Nachbars Lumpi, ne? Also Jogginghose an, krasser Fleckenpulli, Dutt. Ich sah aus wie, ich habe vielleicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich mir die Zähne geputzt habe, aber ich saß da und es ist so ein krasses Gefühl der Liebe über mich gekommen, weil ich kurz so dankbar war. Ich saß in diesem Bett und diese Momente, wo einem bewusst wird, man hat gerade keinen Stress, es ist gerade alles okay, man liegt da, hat die Möglichkeit zu entspannen, hat ein Zuhause, hat was zu essen und ja, da ist dieser nette Mensch, den man kennengelernt hat und der einen so gut behandelt und mit dem man sich so gut versteht und irgendwie war dann so, dann ist es einfach über mich gekommen und dann habe ich gedacht, ich mache das jetzt. Und er war drüben und hat Gitarre gespielt. Und dann bin ich rübergegangen und dann habe ich gefragt, kannst du mich mal in den Arm nehmen? Und dann hat er gesagt, ja klar. Und dann ist er aufgestanden und habe ich ihn in den Arm genommen und habe ihm gesagt, dass ich ihn liebe. Und dann habe ich ihn gefragt, möchtest du mich heiraten? Und dann hat er gesagt, in diesem Ton, ja. Und dann war ich mir nicht sicher. Dann habe ich gesagt, das war keine hypothetische Frage, so möchtest du das irgendwann mal? Das war jetzt ein Antrag. Und dann hat er gesagt, ja, ich möchte dich sehr gerne heiraten. Und dann haben wir uns geküsst. Und dann ist was passiert, das verstehe ich ja nicht. Das ist jetzt geht's an die Sprachen der Liebe. Ne? Das muss ich euch jetzt so sagen, da war ich irgendwie unsicher, weil wir haben nicht mehr geredet an diesem Abend. Also wir hatten extrem viel Körperkontakt, so überdurchschnittlich viel. So der hat ganz viel meine Nähe gesucht, aber wir haben nicht geredet. Versteht ihr? Stellt euch vor, ihr macht jemandem einen Heiratsantrag und dann redet niemand mehr. Der sagt ja und dann redet ihr nicht mehr. Also ja, wir haben uns geküsst und wir haben im Arm gelegen und so Dinge sind und dann war es kuschelig und dann sind wir eingeschlafen und das ist alles schon viel mehr Körperkontakt, als ich normalerweise im Alltag habe, weil Leute, ich bin kein Touchy-Typ. Und dann am nächsten Tag haben wir Frühstück gemacht und ich habe gedacht, ich ertrage das nicht. Wieso sprechen wir nicht darüber? Ich kann das jetzt gar nicht einordnen. War das jetzt eine gute Idee? War das jetzt eine schlechte Idee? Und dann habe ich das angesprochen und habe gesagt, ich finde es irgendwie komisch, dass wir haben da jetzt gar nicht mehr drüber gesprochen. Ja, und dann hat er halt gesagt, naja, also ich habe dann gesagt, ich weiß gar nicht, wie doll du dich jetzt gefreut hast. Kannst du mir jetzt bitte sagen, wie doll du dich gefreut hast? Wenn wir das jetzt wissen. Und dann hat er gesagt, dass er sich sehr doll gefreut hat und dass er das auf seine Art und Weise auch gezeigt hat, weil seine Art, Liebe auszudrücken, ist nun mal sensual touch, also Berührung und Nähe, körperliche Nähe und dass er das gar nicht halt so über Worte ausdrückt, was ich ja weiß, aber es war halt schwierig für mich. Aber es kann er auch nochmal selber erzählen. Mir auch doch natürlich gesagt, dass er trotzdem so ein paar Unsicherheiten
in dem Moment hatte, wo ich gefragt habe, aber das vielleicht mal in einem anderen Video, wo er auch was dazu sagen kann, falls ihr da irgendwie Fragen zu habt, weil ich einige Fragen auch von Girls bekommen habe, die sich Sorgen gemacht haben um das Ego ihres Freundes. Das gesellschaftliche Ding ist, it's a thing. Wir können es nicht ignorieren. Es kann ein paar Unsicherheiten hervorrufen. Ich irgendwann zurückschauen werde und das bereuen werde, dass ich das gemacht habe und dass ich keinen bekommen habe und dass mich das traurig machen wird. Ja, und dann kam irgendwann die Frage auf, weil, also in Deutschland ist es ja mittlerweile auch schon relativ üblich, dass man eigentlich so mit so einem Ringenantrag macht. Ne? Das hat man ja früher. Wie war das denn früher? Meine Mutter hat mir letztens erzählt, dass früher eine Frau und ein Mann einen Verlobungsring hatten und die haben nur die Hand gewechselt. Ich weiß nicht, es gibt so viele Traditionen. Ich habe das, was ich wollte, war immer das, was ich in Hollywood-Filmen gesehen habe. Ich will einen Ring haben, womit mir jemand einen Antrag macht, weil, weiß ich nicht, einfach so. Finde ich gut. Finde ich auch in Ordnung, dass ich das wollte. Ja, und dann habe ich gesagt, oh, ich fände es schon ganz schön, wenn ich einen Ring hätte, muss ich sagen. Ich liebe Symbole einfach. Und ein Ring ist ein Symbol. Also, ja. Und dann haben wir zusammen geguckt und ich habe mir da einen Ring ausgesucht. Ja, ist ja auch wurscht. Also es ist ja jetzt auch völlig egal, was ich für einen Ring eigentlich habe, aber einige Leute auf Instagram haben danach gefragt und es ist ein Ring in Rot-Gold. Ganz vorne drauf ist ein Opal, weil der Opal neben dem Mondstein mein Lieblingsstein ist. Und der hat innen drin auch eine kleine Gravur. Da steht MILF und MILF Hunter. Und das waren die ersten Namen, unter denen Kevin und ich uns in Handys eingespeichert hatten. Weil ich hatte ihn unter MILF Hunter eingespeichert und er mich unter MILF. Weil als wir uns, also Kevin ist ja viel, also nicht viel jünger. In unserem Alter ist das jetzt gar nicht mehr so viel. Aber als wir uns kennengelernt haben, war Kevin ja 18. Und ich war 22 und ja, da dachten wir, dass das witzig wäre. Ja, und das fand ich irgendwie ganz cool, weil man konnte den gravieren lassen und dann wollte ich jetzt auch da was. Das gab's kostenlos dazu. Das ist irgendwie, das zieht im Nacken. Es kam dann irgendwann dieser Ring und das fand ich dann mega strange, weil Kevin hat den sozusagen in Empfang genommen und ich wusste nicht, dass der Ring da ist und der Ring kam so in so einer mega dramatischen Verpackung. Also ich schau mal gerade, ob ich die noch habe. Einen Moment, ich zeig euch die. Okay, nein, ich habe sie nicht gefunden, aber es war halt, man hat es so aufgemacht, die so eine Ringschatulle und da drin war halt einfach Licht. So, wisst ihr, wie so eine Karte, die man aufmacht, die Musik spielt, hat man das aufgemacht und da kam Licht. Und dann hat er sich hingekniet und hat mir nochmal einen Heiratsantrag, also hat gefragt, ob ich ihn heiraten will mit diesem Ring in der Hand. Und dann hat er vor mir gekniet und dann musste ich ganz doll weinen. Und es hat sich angefühlt wie ein richtiger Heiratsantrag, wisst ihr? Und dann habe ich natürlich ja gesagt und haben wir gefrühstückt. Ja, und dann haben wir beim Frühstück darüber gesprochen, dass es ja jetzt schon 3 Heiratsanträge theoretisch gab. Und dass wir das jetzt einfach so weitermachen könnten. Also, dass wir bis zu dem Zeitpunkt, wo wir heiraten, einfach mit diesem Ring immer wieder einen Heiratsantrag machen könnten. Vielleicht auch so öffentlich, wisst ihr? Also so Tests machen könnten, wie einfach in jedem Restaurant, wo wir essen. Im Moment kann man ja nicht essen gehen. Aber das war eigentlich der Plan, weil zu dem Zeitpunkt konnte man das, dass wir so in Restaurants einfach so Heiratsanträge machen und gucken, wie die Leute, oh mein Gott, stelle ich mir so unangenehm vor. Als ich Samira erzählt habe, dass ich das, als ich Sam erzählt habe, dass ich das in einem Video erzählen will, hat sie gesagt, ja, Kevin muss auf jeden Fall auch kurz dazukommen und was dazu sagen. Deswegen habe ich gedacht, ich hole Kevin jetzt einfach zum Schluss kurz ihr hin und er kann ein bisschen was erzählen. Aber jetzt bin ich ja gerade, um die Schmuckschatulle zu finden, da rausgegangen und habe gesehen, dass er in der Badewanne liegt. Dementsprechend kann ich ihn jetzt gerade gar nicht vor die Kamera holen. Ich kann euch noch die Podcast-Folge unten in der Infobox verlinken, wo ich Sam gefragt habe im Podcast, ob sie meine Trauzeugin sein will. Ja, und ansonsten bedanke ich mich, dass ihr eingeschaltet habt und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ihr seid süß und klein. Und fein. Wie ein kleines Schwein.